So, ich bin am Rande des Karlsruher Verbunds angekommen und fahre von hier aus jetzt weiter. So sieht mein Packesel aus. Übrigens hat mir meine Frau aus dem alten Regenschirm diesen Rucksackcover in Signalfarbe genäht. Februar 2016. Kurz nach 8 Uhr, die Sonne ist da hinten aufgegangen. Jetzt geht's weiter Richtung Wiesloch. Das ist der Hammer. Hier blühten die Wildkirschen, Zierkirschen. Jetzt geht es Richtung Sandhausen. Ich bin zwischen Leimen und Sandhausen. Von Sandhausen dann nach Heidelberg. Unterstützungsstufe 2. Und ich fahre ungefähr 18 km/h. So, jetzt geht's über den Neckar in Heidelberg. So, jetzt komme ich gleich durch Dossenheim durch. Und dann geht's weiter Richtung Weinheim. Das müsste meiner Frau hier ein bisschen bekannt vorkommen. Hier sind wir vor 10 Jahren oft spaziert. Da hoch auch zu dem Steinbruch. Da steht Weinheim dran. Auch hier links ab. Da ist der Steinbruch. Und da vorne dann wieder rechts. Da oben ist eine Burgruine. Kommt Sulzbach und dann steuere ich Heppenheim an. Es zieht sich ein bisschen zu, aber angesichts dessen, was sie angesagt haben, dass Sturmböen und bis zu 5 mm Regen kommen, kann ich mich bis jetzt nur freuen. Auch ein richtiges Glück mit dieser Tour. Bis jetzt. So, Heppenheim durch, Hambacher Tal. Jetzt wird steil. Steil, aber auch schön. Ich denke, da oben, von oben aus, wird eine gute Aussicht sein. Während wir unten noch 9 Grad hatten, wird es hier schon merklich kühler. Ich habe die Handschuhe wieder angezogen und kämpfe mich hier hoch. Inzwischen habe ich den Unterstützungsmodus 3 von 5 angeschalten, damit ich mich nicht ganz so abkämpfen muss. Aber ich habe etwa 12-13 km/h drauf und bin relativ von der Atmung noch okay. Hier steht, dass es bis Reichelsheim noch 21 Kilometer sind. Mann, habe ich mich hier hoch abgekämpft. Zum Glück habe ich Traubenzucker dabei. Und jetzt ist aber 13 Uhr
Und ich sehe, dass hier in diesem Naturpark Bergstraße Odenwald, dass hier eine Grillhütte ausgeschildert ist. Und da will ich mal gucken, wie weit das ist. Ich glaube, da unten sehe ich sie. Da mache ich jetzt Mittagspause. Die habe ich mir reichlich verdient. Jetzt muss ich unbedingt Proteine nachtanken, sonst schaffe ich das nicht. Ich habe vielleicht noch 55 Kilometer bis zum Buntbär. Und habe jetzt gerade so 300 Höhenmeter oder sowas hinter mir. Also. Oh ja, hier fließt Wasser. Oder steht es kein Trinkwasser? Also hier wäre ein Sawyer-Filter nicht schlecht, habe ich aber nicht dabei. Grillstelle. Und hier ist etwas windgeschützt, dann kann ich ein trockenes T-Shirt auch anziehen. Förster Feighütte am Goldbrunnen. Gut, machen wir jetzt das Mittag. So, und den Thunfisch lasse ich mir jetzt richtig schmecken bei einem wärmen Feuer. Schön, dass man hier so eine Art Lagerfeuer machen kann. Jetzt habe ich mich hier so nach einer Stunde Mittagspause nochmal ungefähr eine halbe Stunde hochgequält. Hier oben liegt scheinbar noch vereinzelt Schnee vom Räumen oder so. Auf jeden Fall ist es wirklich merklich kühler. Vorhin stand dran, Gaststätte zum Odenwald. Da vorne ist noch so ein Naturparkplatz. So, jetzt muss ich aber erstmal gleich auf die Navi gucken, wo ich lang muss. Komm hier runter. Der Fahrradweg ist hier links ausgeschildert. Kriebergstraße, ja. Ich schau mal jetzt auf die Navi. Ah, da links wieder Schnee. Schannenbach, die Gemeinde Lautertal, Kreis Bergstraße. Ja, war alles richtig. Hier hat wahrscheinlich richtig viel gelegen, denn an der Seite liegt immer noch was vom Räumen. Sei, da muss ich wohl durch. Weil ich merke, dass mir das zu kalt wird, um den Hintern rum habe ich jetzt die Thermohose angezogen. Das ist eine gute Sache und hält auch den leichten Regen ab. Also, auf geht's, weiter.
Der Bach, der begleitet mich jetzt auch schon ungefähr eine Viertelstunde. Mal mehr gluckernd, mal weniger. Und die Spitze des Berges ist wahrscheinlich noch nicht in Sicht. Hier ist voll der Birkenwald. Da ist Neunkirchen. Okay. Jetzt kann ich erstmal rollen lassen. Da muss ich nochmal zurücklaufen, wenn man einen hier so herzlich willkommen heißt. Malerisch. Malerisch hier. Schotter. Extremanstrengungen für die Bremsen. Ich kann echt nicht während der Fahrt hier Videos aufnehmen. Das ist so steil, ich muss ständig die Bremsen festhalten. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Wenigstens geht's den Berg runter. Und die Landschaft ist einfach idyllisch. Sowas hier meine ich. Meine Kamera ist jetzt in der horizontalen. Hinten ist der Horizont. Das ist der Hammer. Ich probier's mal. Stunde oder zwei, ja zwei, bis zum Bundberg. Plötzlich haben sie alle Nummernschilder mit DI. Oh, das ist ein Schloss. Da bin ich schon wieder bremsen. Das muss das Schloss Lichtenberg gewesen sein. Jedenfalls steht es so auf dem Schild. Schon krass, was man für Abwechslung innerhalb eines Tages bekommt. Sehr malerisch und mit einem Ausblick. So ist wieder leichter zu fahren, aber auf der anderen Seite Kilometer bis Darmstadt, 15 bis Reichelsheim.
langsam dunkel und ich muss gleich den Dynamo anmachen. Irgendeine Bundesstraße. Hier spure ich bei Dieburg und jetzt fahre ich durch Dieburg, aber man wahrscheinlich fast nichts mehr sehen wird, werde ich also dieses Fahrtvideo hiermit nun beenden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mitgekommen seid. Ja, und dann sage ich mal und tschüss. The ugly side of recumbent biking. Wenn man auf dem Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung fahren muss und einem die Autofahrer entgegenkommen, dann ist man froh, wenn man einigermaßen vernünftiges, freundliches Scheinwerfer hat. Also in meinem Falle Busch und Müller, IQ-Fly, ein ganz gutes Ding. Ich habe Heidelberg hinter mir, Nussloch hinter mir und ich fahre jetzt hier nach Hause Richtung Karlsruhe. Es ist zwar richtig kalt geworden, aber dank Thermosfrose geht's ganz gut. Und die Blüten hier von den Kirschbäumen überall drauf, von den Wildkirschen. Sowas macht natürlich wieder richtig Spaß, wenn man vor sich hin cruisen kann. In Bruchsal, hier das Gefängnis. Wenn man beim Gefängnis im Eisbahn ist, hier das schöne Schloss mit Schlossdurchfahrt.